Was sind die aktuell gesehen die größten Hürden für Unternehmen, die jetzt in die digitale Transformation einsteigen? Ja, da gibt es drei Hürden, die ich hier federführend mal nennen will. Die erste Hürde sind größtenteils ungepflegte Stammdaten. Alle Firmen haben seit Jahrzehnten Datenbanken und pflegen dort Stammdaten und tragen zusätzlich zu diesen digitalen Stammdaten immer noch Papier durch die Fertigung. Und deswegen fällt es nie auf, dass in den Stammdaten unvollständige Daten vorhanden sind oder überhaupt keine Daten vorhanden sind, weil zu diesen Papierunterlagen der Mensch, der damit arbeitet, sich immer das Fehlende dazu denkt, ohne dass das groß auffällt. Also beim Eintritt in die digitale Transformation muss jeder erstmal seine Stammdaten gesund pflegen und das ist ein großer Berg, den noch viele vor sich haben. Die zweite Hürde ist, wenn man einen historisch gewachsenen Maschinenpark digitalisieren will, dann ist es zu vergleichen mit einem Häuserkampf. Wenn wir 50 Maschinen digitalisieren, also vernetzen, ist das Häuserkampf pur. Wir müssen Maschine für Maschine diesen Kampf gewinnen, weil es gibt bis heute de facto keinen einheitlichen Standard. Also OP2A ist ja das Schlagwort, das soll das richten. In der Zukunft soll der OP2A oder vielleicht auch MT Connect, also ich hoffe inständig, dass das OP2A wird, dass es dieser Standard wird für die Maschinenvernetzung, wird auch hier auf der Hannover Messe an allen Stellen gezeigt. Nur wenn ich heute bei einem historisch gewachsenen Maschinenpark die Hallentür aufmache und dort OP2A reinschreie, schreit da erstmal so gut wie keiner zurück, weil das einfach erst kommt, OP2A als Lösung. Also wir müssen unzählige verschiedene Sprachen sprechen, um einen historisch gewachsenen Maschinenpark zu vernetzen. Das ist die zweite Hürde. Kommen wir zur dritten Hürde. Das ist die menschliche Ressource, die jeder haben muss, der eine digitale Transformation startet. Also er braucht zwei Währungen, einmal die Euros, um so ein tolles System zu kaufen und zweitens die Währung Mut und die dritte Währung, das sind die Ressourcen in seiner Mannschaft, denn er muss erstmal mehr Mannschaft ins Projekt bringen, um überhaupt die Transformation zu stemmen, um die Stammdaten zu pflegen, um einfach die alten analogen Trampelpfade zu digitalisieren. Also man muss Geld ausgeben, man muss Mut aufbringen und man braucht zusätzlich noch Leute und das ist öfter mal dem Mittelstand zu viel und er scheut dann gelegentlich noch den Sprung in die digitale Transformation. Aber da können wir wunderbar helfen. Wir zeigen das in unserer Fertigung, wir bieten Besuchstage an, wir bieten Mitarbeitstage an und wir nehmen den Leuten die Angst und begleiten sie in die digitale Welt.